Heute geht es um das Steel Tag Number One vom Messermagazin. Jo, die Marke Steel Tag, das Modell Number One, das finde ich alles selbst höchst spannend. Das muss ich ja mal gleich vorab sagen. Zu dem Stachel werde ich euch gleich noch einiges erzählen. Vorab möchte ich aber etwas näher auf, kurz auf die Marke Steel Tag eingehen, ein bisschen was zum Hintergrund erläutern. Steel Tag auf dem Kopf stehend, aber das ist zum Beispiel die große Plastikbox, in der damals das Steel Tag Kommando geliefert wurde. Doch schon jetzt viele Jahre bei mir. Beste Grüße gehen raus an den Alexander. Alexander, es wird nach wie vor heiß und innig geliebt, dieses Modell. Ein Messer mit Ecken und Kanten, Fertigung in Südafrika, Semi-Custom-Modell. Ecken und Kanten nicht nur positiv, sondern definitiv auch negativ. Da gibt es einige Dinge, die funzen nicht so gut, wie zum Beispiel der Flipper. Da muss man schon wirklich ordentlich Energie aufbringen. Und das Messer einstellen, dass alles perfekt steht, das ist mitunter auch nicht so easy. Aber ich stehe absolut auf dieses Design. Obwohl es relativ unruhig ist mit den ganzen Verschraubungen. Aber der mechanische Charakter, dieser toolige Charakter, mich macht das total an. Und nicht zuletzt zum Beispiel damals die Werbung. Das, hier haben wir das Messermagazin 4/2010, also liegt schon ein paar Jährchen zurück. Da die Tanto-Version, das hat mich schon sehr, sehr angemacht. Und ihr seht schon, preislich, die lagen damals bei fast 400 Euro, diese Modelle. Auch dazu gleich noch ein paar Worte. Oder gehen wir mal gleich auf den Hintergrund dazu ein. Auch wenn es nicht an die große Glocke gehängt wurde, es ist kein Geheimnis, dass Steel Tag eine Eigenmarke des Wieland Verlags war und ist. Die Steel Tag Messer wurden damals vom Messermagazin konzipiert und in Südafrika als Semi-Customs gefertigt. Es gab auch noch feststehende Modelle. Und das Projekt wurde dann aber wieder eingestellt, einfach weil diese handgefertigten Steel Tag Modelle damals, zumindest vor 12 Jahren, auf dem Markt preislich nicht konkurrenzfähig waren. Und vor einiger Zeit wurde dann beim Messermagazin wieder über offizielle Messermagazin-Messer nachgedacht, die dann auch über den eigenen und neuen Messermagazin-Shop vertrieben werden sollen. Dazu dann gleich erstmal noch ein dickes Dankeschön ans Messermagazin. Dieses Modell wurde mir nämlich kostenlos für dieses Video, für diesen Test zur Verfügung gestellt. Und getestet habe ich den Stachel. Die Optik, die meisten werden es gleich erkennen, aber auch darauf gehen wir gleich noch ein. Hat sich super geschlagen. Und der Messermagazin-Shop, der ist relativ neu am Start. Checkt den mal aus. Ich werde euch natürlich einen Link in die Videobeschreibung packen. Da findet ihr natürlich auch das Number One. Und dazu gleich ein paar Worte direkt vom Messermagazin, die ich so weitergebe. Dem Verlag ist mit ihrem Shop dabei wichtig, dass man nicht in Konkurrenz zum Messerhandel treten möchte. Daher wird es in dem Messermagazin-Shop auch nicht wahllos Produkte geben, sondern stets ausgewählte Sachen. Zum Beispiel Produkte, die im Messermagazin dann Testsieger wurden, also die wirklich empfehlenswert sind, die Kauftipps sind und waren oder exklusive Sonderanfertigungen, wie halt jetzt das Number One hier. Das ist in solch einer Version unter Steel Tag auch exklusiv nur im Messermagazin-Shop zu beziehen gibt. Es gibt da auch Sonderversionen, zum Beispiel das Paragon von Amare Knives. Auch das ruhig mal auschecken im Shop, wenn ihr das Modell mögt. Solche Sachen sind da halt mit dabei. Und was Sonderversionen angeht, da ist es halt mittlerweile durch den hohen technischen Standard gut machbar,
tolle, hochinteressante und limitierte Produkte rauszubringen. Und das kann gerade dann gut klappen, wenn man einen verlässlichen Partner an seiner Seite hat, in diesem Fall hier. Und ich denke, das ist doch einigen von euch gleich aufgefallen. Handelt es sich dabei um Real Steel? Real Steel hat sich, was Kooperation angeht, da ja wirklich einen recht guten Namen in den vergangenen Jahren gemacht. Neben diesem Projekt hier vom Messermagazin könnte ich da, wie schon erwähnt, zum Beispiel Amare Knives noch anführen. Und auch Poltergeist Works in Zusammenarbeit hat da tolle, tolle Sachen schon auf den Markt gebracht. Und das Messermagazin möchte nun versuchen, halt besondere Messer auf den Markt zu bringen, die sich am Ende aber in einem bezahlbaren Preisrahmen bewegen. Halt nicht wie beim Steeltech Number One, ja, 400 Euro, das ist halt unfassbar viel Geld, sich da am Markt zu behaupten. Wird wirklich, wirklich schwierig. Und das sieht jetzt preislich bei diesem Modell hier gänzlich anders aus. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, es ist auf 200 Modelle limitiert. Und preislich liegen wir hier bei knapp 60 Euro, minimal darunter, 59 knack. Das ist also fürs Gebotene ein feiner, ein sehr fairer Deal. Und die Grundphilosophie hinter den Messern soll halt sein, dass das Messermagazin die Messermagazin-Modelle, die so gemarkt sind, als besondere Marke für die seltenen Messer reserviert hat, beziehungsweise die bleiben halt für solche Messer reserviert, die dann entweder aufgrund eines Designwettbewerbs über das Messermagazin oder anderweitig beim Messermagazin von der Pike auf konzipiert und dann auch komplett und exklusiv nur fürs Messermagazin gefertigt werden. Und die anderen Sondervarianten erscheinen dann entweder unter dem Label des jeweiligen Herstellers, wie schon erwähnt, zum Beispiel das Paragon von Amare Knives oder halt jetzt das Number One von Steeltech, ja, das erste neue Steeltech-Messer. Und diese Steeltech-Modelle sollen sich dann laut dem Messermagazin dabei stets in einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis bewegen. Für die Zukunft sind dann auch hochpreisigere Modelle noch angedacht. Die sollen aber dann ganz klar und deutlich unter dem Niveau der damaligen Steeltech-Modelle liegen. Aber da bleibt es jetzt erstmal abzuwarten, wie sich zum Beispiel das Number One jetzt am Markt ja, präsentiert. Wenn das natürlich gut weggeht, ich denke, dann wird da noch einiges zu erwarten sein. Ich kann gleich vorab sagen, wer auf das Megalodon steht, und das ist ja das Design, ganz klar, das Design vom Megalodon, der kann hier beruhigt zuschlagen. Das ist ein großartiges Modell und hier dann halt mit diesen besonderen Griffschalen, limitiert auf 200, Preis knapp 60 Euro. Ich denke, damit wird Steeltech einen tollen Neustart hinlegen mit der Marke. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht. Mir hat das Messer sehr viel Spaß gemacht. Über die Definition Tech im Namen von Steeltech kann ich soweit noch weitergeben, dass es keine militärischen Messer geben wird. Dahingehend ist erstmal nichts geplant, sondern der Fokus beim Messermagazin liegt bei den Messermodellen ganz klar im EDC-tauglichen Einsatzbereich. Und was diese Philosophie dann angeht, da ist das Megalodon als Grundmodell geradezu perfekt gewählt als Startmodell dieser neuen Messerreihe. Da hat man sich das passende Modell meiner Meinung nach ausgesucht. Es sei denn, das Messer ist einem zu groß, ist zwar lang und elegant, aber hat halt schon eine ordentliche Gesamtlänge. Das passt nicht jedem, eine Mini-Version davon. Das wäre auch mal was für den Markt. So das ganz nebenbei mal zugeworfen an Real Steel, ans Messermagazin. Da könnte man doch eventuell was machen, davon eine Mini-Version. Ich denke, die käme wirklich gut an. Sollte halt nicht zu bulky, sollte nicht zu breit, zu klobig sein, sondern wirklich einfach in der Länge reduzierter, aber immer noch dieses schlanke und elegante Design beibehalten, weil das zeichnet das Megalodon einfach aus, dieses sehr ansprechende Design. Mich hat das von Anfang an gepackt, gerade in der damaligen Real Steel Version,
die Titan-Version von Carsentech, basierend auf dem Boiling Flipper von Carsentech, das Megalodon. Und ja, begleitet mich seit Jahren dieses Modell. Eines meiner liebsten Messer überhaupt. Love it. Das ist wirklich fantastisch. Ja, und dieser Verbund aus großartigem Design, sehr einsatztauglichen Größe, meiner Meinung nach, einer tollen Schneidperformance, der eleganten Formsprache, die dieses Messer besitzt. Und in dieser Version wird das alles nochmal hervorgehoben. Und das liegt halt an diesen Copper Shred Carbon Fiber Schalen. Das sieht halt wirklich spitze aus. Ja, das ist schon klasse, dass man dafür 60 € jetzt sowas bekommt hier. Zu den Schalen verliere ich gleich noch ein paar Worte. Aber generell ist dieses Paket absolut spitze. Und allein für so ein Schalenpaar hat man vor ein paar Jahren noch 80 € oder mehr bezahlt. Unterschiede zu diesem Modell und zu der normalen Serienversion, also zu der Budget Megalodon Serienversion mit G10 Griffschalen. Die Klinge hier ist nicht satiniert beim Number One Modell, sondern hat ein helles Stonewash Finish. Das bringt halt den Vorteil, dass feine Kratzer, die bei regelmäßigem Gebrauch entstehen können, viel weniger auffallen. Man hat also auch den Wunsch, den Gedanken beim Messermagazin, dass diese Modelle hier, auch wenn sie limitiert sind, nicht nur zum Sammeln angedacht sind, was man aber natürlich machen kann. Das bringt schon die Limitierung mit sich. Nee, die sind halt definitiv auch auf Nutzung, auf den Einsatz ausgelegt. Und ja, die Performance stimmt, die Robustheit dieser Messer stimmt hier. Das ist ja zum Einsatz, zum Benutzen absolut zu empfehlen.
noch ein paar Worte zu den Griffschalen. Ja, die sollen sowohl praxistauglich, ebenso aber auch optisch schön mit edler Anmut sein. Und ich finde, dass das gelingt hier. Und die sollen sich dann von der Serienversion, dem E801 von Real Steel, dann halt nochmal deutlich abgrenzen. Und da hat man sich halt für diese Copper Shred Carbon Fiber Schalen entschieden. Und das ist, wie ich finde, eine sehr gute Wahl. Die hat Real Steel schon mehrfach verbaut. Hier bei dieser Sonderversion vom Real Steel Tor, da sind zum Beispiel größere Copper Fetzen dabei, die sind alle sehr unterschiedlich. Hier das neue, ich bin mir nicht ganz, das Sidus ist das, glaube ich. Poltergeist Works Design, auch absolut gelungen. Da wird zukünftig auch eine Vorstellung zukommen. Gefällt mir auch richtig gut, dieses Modell. Ja, wie gerade schon gesagt, das ist im Grunde schon unglaublich, was man für 60 Euro hier bekommt. Aber ich möchte auch ganz klar erwähnen, dass man hier nicht die Verarbeitungsgüte, das Finish bekommt, wie jetzt bei Kastengriffschalen von Premium-Anbietern. Da können doch immer mal wieder kleine Macken, kleine Fehler im Material sein bei diesen Schalen in ihrer Struktur. Da gibt es schon Unterschiede. Ja, im Idealfall kann man sich das vor Ort aussuchen. Hier wird es jetzt schwer, weil man halt im Online-Shop bestellt. Kann man vielleicht das Messermagazin anschreiben, dass die dann vorab gucken, dass sie ein besonders schönes Schalenpaar aussuchen. Ich möchte das halt nur noch mal erwähnen, da ich jetzt schon einige Erfahrungen mit diesen Schalen habe von Real Steel. Und da fällt die Qualität mitunter unterschiedlich aus. Und das liegt in keinster Weise einfach an miesgemachter Fertigung, sondern das liegt halt zum Großteil an dem geringen Preis. Für 60 Euro hat man anständiges Material. Hier haben wir den 14C28 Endstahl ja verbaut. Das Finish rundherum ist gelungen. Das ist mechanisch sauber eingestellt. Das kostet halt alles Zeit, die Montage. Und für 60 Euro kann man halt nicht das Finish erwarten, das reingesteckt wird, wenn es zum Beispiel Kastengriffschalen sind oder Griffschalen von einem Premium-Hersteller, der für sein Modell 200, 300 oder noch mehr Euro nimmt. Da bekommt man dann mitunter im Finish noch was ganz anderes geboten. Für das, was hier geliefert wird, kann ich absolut damit leben. Und wem das eh nicht ganz so wichtig ist, wer einfach einen schicken, edlen Begleiter sucht, der in der Performance, im Schneidverhalten sehr gut ist, der ist mit dem Number One gut beraten. Jo, ja, wie dieses Modell durch die Pappe gepflügt ist, das hat einfach nur Spaß gemacht. Liegt mir halt auch großartig mit seinen 22,5 cm in der Hand und diese 9,5 cm Schneidkante mit diesem kleineren Ricasso im Gegensatz hier zum Real Steel Modell absolut gefällig. Wünschte ich mir hier auch, dass das ja so gemacht wäre damals schon. Irgendwas ist immer, ist halt leider nicht so. Dafür hat das Megalodon in der Titanausführung, das geschlossene Carsentech-Kugellager. Ja, gibt immer was, wo das eine Messer besser ist als das andere. Hier jedoch die längere Schneidkante, das finde ich toll. Der 14C28N kam sehr, sehr scharf ab Werk, ist im vollen Flachschliff bis nach oben gezogen, hat eine Materialstärke hinter der Faser von 0,50 mm. Da funzt das Schneiden einfach. Auch die Stabilität konnte mich überzeugen. Robuster Klapper, die Action der kugelgelagerten Klinge. Auch das macht Spaß. Dazu schiebe ich euch noch mal kurz ein paar Bilder vom Innenleben rein. Wurde alles sauber gefertigt. Ja, so wirklich viel zu meckern an dem Modell finde ich hier
finde ich hier nicht. Ganz nebenbei, für die Jungs, wie zum Beispiel den Timo, hier hat man noch ein Standoff mit einem Loch drinne. Da hat man also die Möglichkeit, einen Fangriemen, ein Lanyard über diese Bohrung in diesem drehbaren Abstandshalter anzubringen. Was mir an diesem Modell nicht so gut gefällt, auch da gibt es natürlich ein, zwei Punkte. Anfangen möchte ich da mit dem Detent Ball. Der hat sich mittlerweile über die Nutzung schön eingelaufen, aber am Anfang war es halt noch so, dass ein leichtes Quietschen zu vernehmen war. Das ist kein unübliches Problem bei Real Steel. Da muss man wirklich ein bisschen Tropfen Öl auf den Detent Ball und viel benutzen. Abends damit auf der Couch noch ein bisschen rumspielen. Dann wird das besser. Am Anfang ist das halt ein bisschen nervig von der Akustik. Aber zum Glück hat sich das hier gelegt. Dann wünschte ich mir bei diesem Modell einen weniger, ja, blitzenden shiny Clip. Der ist doch schon sehr, sehr auffällig in der Hosentasche. Ich hätte es, glaube ich, sehr cool gefunden und kann mir das auch gut vorstellen, wenn die ganze Hardware matt schwarz wäre. Das wäre schon sehr cool. Auch die Liner könnte ich mir vorstellen. Könnte man silber lassen als Kontrast. Aber matt schwarz, dieses Modell, besonders die Hardware, das würde sich mit dem Carbon Fiber, glaube ich, gut matchen und klasse aussehen. Jo, und davon mal ab, aber von der Optik funktioniert der Clip spitze, hält das Messer sicher in der Tasche. Das ist wirklich so ein optisches Ding und auch das ist ja Geschmackssache, also keine wirkliche Kritik, sondern mein persönlicher Geschmack. Der SteelTec-Aufdruck, der hätte nach meinem Empfinden kleiner ausfallen können, ein bisschen geschrumpfter. Geht aber noch okay. Was jedoch nicht okay ist, und ja, ich hoffe, ich bekomme das jetzt eingefangen, ist immer schwierig. Vielleicht könnt ihr es ja nachempfinden. Das ist die Klingenspitze. Die hat nämlich so einen halben Zentimeter vor der Klingenspitze, da fängt das an. Da hat die so einen leichten Drive, einen leichten Verzug, geht sie halt nach links rüber. Das war ab Werk schon so. Da muss man in der Qualitätssicherung absolut ein Auge drauf haben. Da muss das Messermagazin auch immer ja die Modelle checken. Das hat jetzt in keinster Weise die Schneideigenschaften verringert. Und ich vermute mal, vielen fällt sowas optisch auch gar nicht auf, ist aber halt doch ein Fertigungsmängel, wenn die Klingenspitze rüberzieht. Und ja, sowas sollte halt im Idealfall nicht vorhanden sein. Falls doch, zurückschicken oder als B-Ware anbieten. Ich persönlich, wenn ich mir so ein Modell gerade in limitierter Version gekauft hätte, hätte es trotz des geringen Preises wahrscheinlich zurückgesendet und um Austausch gebeten, also ein einwandfreies Modell, wo der Verzug in der Klingenspitze nicht vorhanden ist. Und was man eventuell zukünftig vielleicht, ich weiß noch nicht wie, ich bin halt nicht der Messerdesigner, wie man sowas besser hinbekommt, ohne dass man die Grundoptik bzw. das Design an sich zu sehr verändert. Aber es wäre natürlich toll, wenn es diesen kleinen Spalt hier, ja, beim Übergang vom Klingenrücken zum Griff hin, wenn der halt geschlossen wäre, wenn es den nicht gäbe. So entsteht hier nämlich die gefürchtete Klauskante und die ist halt optisch eher weniger schön anzusehen. Zu Recht, erwähnt Klaus sowas immer wieder negativ, wenn sowas auftritt. Ist hier halt auch vorhanden. Für mich absolut kein Dealbreaker, aber ganz klar, optisch nicht so schön, ist aber auch bei wirklich vielen Modellen vorhanden. Sieht aber halt schöner aus, wie hier beim Abschluss, beim Tor oder beim Sidus, wenn der Übergang halt schön zur Griffschale hin verläuft und man dann halt diesen Bruch in der Optik, hier auch beim Titanmodell auch vorhanden, wenn der halt nicht anzutreffen ist. Jo, ansonsten, das ist ein tipptopp verarbeitetes Modell. Keinerlei Klingenspiel, Klinge steht geschlossen mittig. Der 1,6 mm starke Linerlock macht satt und sicher zu. Der steht wie eine 1. Der manuelle Zusatzlock im Griffrücken, der erlaubt es, dass man den Linerlock zusätzlich verriegelt. Da schiebt man Schieber vor, sodass der Linerlock blockiert ist. Da kann die Klinge nicht einklappen.
Das erhöht einfach die Sicherheit, wenn man mal rabiater mit dem Number One arbeitet. Dabei wäre vielleicht noch zu erwähnen, dass die Riffelung durchaus aggressiv, greifend in ihrer Struktur ist. Das ist halt super für die Bedienung an sich, lässt sich wirklich tadellos einstellen. Aber ja, man spürt das auch. Also ich hätte es jetzt wahrscheinlich nicht gebraucht. Ich schalte die selten zu, finde es aber auch immer ganz, ganz gut, wenn sowas vorhanden ist, für die Leute, die sowas nutzen, die dieses Sicherheitsgefühl bevorzugen, ist das eine gute Sache. Und wer Jimping mag, der wird es wohl auch eher begrüßen, weil der Daumen auf dieser Riffelung wirklich bremst. Jo, wirklich ein schöner, schöner Stachel. Alles bündig, bündig angepasst. Ja, viel zu meckern. Viel zu meckern finde ich hier nicht. Ist wirklich ein sehr, sehr cooles Modell. Ich wiederhole mich da gerne. Bekommt von mir ganz klar eine Empfehlung, erst recht für Sammler, ja, von Real Steel Modellen. Die Carbon Fiber Griffschalen hier sind sehr, sehr cool. Hat mir viel Spaß gemacht, dieses Modell zu testen. Jo, über ein Feedback eurerseits würde ich mich freuen, wie ihr das findet, dass das Messermagazin mit dem Number One, mit Steeltec jetzt wieder am Markt ist. Ich finde es cool, wünsche dem Messermagazin da viel Erfolg und bin schon sehr gespannt, was da zukünftig noch kommt. Jo. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. All knives are great und verbleibe wie immer mit bleibt gesund, Peace, ich bin raus.